Leute, was geht ab und ein herzliches Willkommen hier zu einem neuen Video von, ja, wir reacten, und zwar reacten wird man wieder auf das Video von Tomari, der sich mal anguckt, welche YouTuber sie abonniert haben. Ich finde das ziemlich interessant, das ist einer seiner Stream-Highlights. Das Originalvideo ist natürlich unten in der Beschreibung verlinkt und abonniert natürlich auch gern bei YouTube gleich mal bei uns und gebt uns auch gerne einen Daumen rum. Wir schauen mal gleich mal so rein. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, welche größeren Namen ihn das abonniert haben. Vielleicht auch Rivi, für den hat er mal gearbeitet, aber ist natürlich schwierig zu sagen. Ja, ich weiß nicht, vielleicht mit wem hat er noch viel gemacht. Vielleicht Leon, also der Cutter. Aber schauen wir mal. Ich finde es ziemlich interessant. Wie gesagt, lasst es gerne damit dann oben da. Später kommt noch die Minecraft die Formel 1 Mega Season. Schaut auch gerne vorbei und wir starten direkt mal los. Rein geht's. Also wir schauen jetzt mal auf YouTube und da werden wir jetzt mal sehen, wer mich so abonniert hat. Das ist eigentlich auf meinem Zweitkanal, glaube ich, nicht so spannend wie auf meinem Hauptkanal. Da gehen wir jetzt rüber. Theoretisch ist es ja immer praktisch, weil dann kannst du ja sehen, ja okay, mit wem kannst du mal eine Kollabo zusammen machen. Wer kennt dich eh schon, der findet dich eh schon cool. Wen kannst du einfach mal schreiben und dem sagen, hey, ja, willst du mal was zusammen machen? Ich gehöre dazu. Ich bin mal gespannt, wie viele Abos der größte YouTuber hat, der mich abonniert hat. Also wir haben ja einige mit 2000 Abonnenten. Zum Beispiel den Skillmaker, ja. Was macht der so? Der macht wahrscheinlich Fortnite. Der hat Fortnite gestreamt, ist aber auch nicht mehr aktiv. Mensch, 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 Skillmaker, Alter. Wir gehen mal weiter auf die nächste Seite. Und da sind schon, na, ein paar größere YouTuber drin. Zum Beispiel der Julian mit 2600. Ist auch Fortnite. Alle Fortnite-YouTuber. Er macht ja nicht nur Fortnite. Ich abonniere nur so Fortnite-YouTuber. Eisenbahnminuten, was ist das denn? Wow. Hier kann man einfach sehen, wie so ein Zug durchdonnert. Auch geil. Voll beruhigend eigentlich. Was gibt's auf der nächsten Seite? Hier ist der größte Andreas Fröhli Poker mit 6000 Abonnenten fast. Der beschäftigt sich mit Pokern. Ja krass, der ist wahrscheinlich über das letzte Video auf mich aufmerksam geworden, wo ich halt ne, eine Woche lang Online-Poker betrieben habe. Auf der nächsten Seite haben wir auch schon fast den ersten Abonnent mit 10.000 Abonnenten. Was sind die Songs von Komolli? 5, 6, 7, 8. Du hast diese scheiß Bücher mit Leder gemacht. Ich habe nichts gegen Ruhe, ich habe auch nichts gegen Gönnen. Ach, ich bin so blöd. Effizienter machen können. Killer. Also was feiere ich auch immer, die einfach hier in Audacity zum Mucke machen. Das ist auch insane. Übrigens benutze ich dieses Video, dieses Programm auch gerade hier selber, um meine Stimme aufzunehmen für einen Highlight-Kanal. Jetzt bin ich mal gespannt, wer der erste meiner Abonnenten ist, der 10.000 Abos hat. Der Prox mit 10.600 Abonnenten. Und da schauen wir jetzt auch mal rein. Auf Fortnite. 10 Kammern. 2 Videos. Warte, es ist gar nicht Fortnite, Digga. Mann, bin ich lost. Weiß jemand, was es ist? Valorant. Ah. Platz 9 ist Deutsch Flex Tieng Durk Di Dong. Das ist die Dame hier. Heute lernten wir, wie man Ö und Ü richtig sprechen kann. Absoluter Terror. Absoluter Horror für jeden, der das nicht schon als Kind gelernt hat. Das sind übrigens nicht alle Abonnenten, die ich habe. Ein paar Leute davon haben nämlich ausgestellt, dass sie mich abonniert haben. Ich glaube, Unge hat mich auch abonniert, theoretisch, aber der hat auch seine Abonnenten sogar ausgestellt und da sieht man es auch nicht. Und auch andere YouTuber, die haben zwar die Abonnenten aktiviert, aber die haben es so eingestellt, dass man nicht sieht, wenn sie dich abonnieren. Platz 8, der sich... Was macht denn das für einen Sinn? ...ist Wolkenkrieger. Was geht, Leute? Zu einer neuen Folge Faktengewitter. Ich habe euch heute wieder 8 Fakten mitgebracht. Hier sollten wir sagen, welche von diesen 8 Stück falsch sind. Ah, das ist aber ein cooles Format. Wir nennen quasi Fakten und da muss man raten, welcher davon, oder halt schätzen, welcher davon erlogen ist. Das ist eigentlich eine geile Idee. Wir gehen rüber zu... Ich meine, das ist für den Kanal gebördert. Huch. Also, was ist da passiert? Also für meinen Stream war das ein bisschen verkackt. Aber das ist wieder noch ein Highlight-Video. Also mach jetzt einfach weiter, als wäre nicht was passiert. Weiter geht's mit Platz 7. Das ist die gute Miss Unsympathisch. Was macht die so? Lyrics-Videos einfach. Die hat einfach ein Video mit 23 Millionen Klicks. Ja, moin. Platz 6 geht an Sydney Wicker mit 40.000 Abonnenten. Wow. Er macht regelmäßig Content, auch mit 25.000 Klicks jedes Mal so. Stark. Platz 5 geht an den oder die gute Angel. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Angel heißt, nicht Engel. Nein, Angel, was? Alter, er hat einfach 82.000. Ich glaube, das ist ein Streamer, ne? Kann das sein? Wir gehen direkt weiter zu Platz 4 mit 84.000 Abonnenten. Nur 2.000 mehr. Das ist echt eine sehr, sehr knappe Kiste. Und das ist RubyNet. Und da haben wir endlich wieder unseren Fortnite-YouTuber. Fällt euch da irgendwas auf? Der redet nicht in Deutsch.
passt hier nicht. Platz 3 ist Football for Bros. Er macht Videos über Fußball. Alter, bei dem läuft der mal übel. Bevor man versucht, den Ball anzunehmen, muss dieser in der Luft die zweite Linie bereits überquert haben. Und die versuchen hier Fußballrekorde zu brechen, auch heftig. Der Platz 2 geht an Benjamin Jaworski mit fast 400.000 Abonnenten. Boah, er macht Videos zum Thema Fotografie und allem Möglichen, was damit zu tun hat. Ich habe quasi mit seinen Videos unter anderem das Video machen gelernt und auch das Fotografieren gelernt, vor Ewigkeiten aber, also die letzten 3 Jahre jetzt nicht mehr so aktiv, so aber vor Ewigkeiten habe ich seine Videos gesehen, vor 7 Jahren oder so. Spannung steigt. Gleich eins meiner meist abonnierten Abonnenten ha, geht an Unsympathisch TV. Also Unsympathisch TV ist ein YouTuber, der macht Videos zu Comedy und ja, ihr kennt ihn wahrscheinlich. Ein paar Sekunden später. Und Platz 1 an den lostesten YouTuber dieser Erde geht an mich, denn wir haben nämlich gerade uns nur die letzten 90 Tage angeschaut. Wir stellen das mal auf unbegrenzt ein und das sieht ein bisschen anders aus. Also mal von vorne, die Top 10, ja, die schauen wir uns jetzt nacheinander an. 10 größte YouTuber, der mich abonniert. Ah ja. Papa Platte. Was der für ein Content macht, der macht Gaming halt, ne? Und auch Real Talk Laber Videos gehen davon aus. Der hat sich da noch Skype Merch gekauft, der Ehrenmann. Platz 9 ist Techtastisch, ja. Die machen auch Experimente. Und Trittel zum Beispiel. Das muss man einfach mal gesehen haben, oder? Platz 7 ist Luisa. Die macht Make-up Tutorials. Und. Warum abonniere ich die gerade ihn? Beauty Zeug, I guess. Platz 6, ja. Geht an. Mann, ich hab's wieder voll verkackt im Stream. Das ist ja auch Gott sei Dank ein Video, ne? Platz 6, ja, geht an Open Mind. Open Mind ist richtig gut. Hab ich auch schon persönlich kennengelernt. Der macht Videos zum Thema Drogen. Echt spannend, hat fast 500.000 Abonnenten. Sehr, sehr aufklärende Videos, die jetzt halt nicht so einseitig sind. Sehr, sehr spannendes Ding, das man sich mal geben kann. Platz 5 ist Diana zur Löwen und die. Nicht. Tatsächlich einfach gar nicht, noch nie davon gehört. Die macht Videos. Fitness. Ja, auch so Lifestyle, Fitness, Squirting, ne, so ganz wie normale Themen halt, klar. Platz Nummer 4, ja. Und das Flexible. Ist Felix Bar, ja, den kennt ihr womöglich auch. Ja. Macht Technikvideos, den kenne ich auch persönlich. Der reviewt Handys, Kameras, Handykameras. Zu Platz 4 kommen wir jetzt. Und zwar ist das Fritz Meier. Oh, okay. Ja, der baut so Zeug, der macht so richtig geile handwerkliche Sachen. Chillt in seinem Auto, wo der, glaube ich, auch wohnt, in seiner G-Klasse. Macht so geile Sachen im Wald, baut so coole Projekte. Nur das ist wirklich geil. Also baut ein Floß, alles Mögliche. Chillig. Platz 3, ja, ist... Dima. Macht Challenges. Das ist auch ein aktuell, also ein älterer. Der wohnt ja auch in Köln. Das ist ein sehr, sehr netter Mensch. Mit dem habe ich auch schon mal ein Video zusammen gedreht, tatsächlich. Was passiert hier gleich? So. Auf Platz 2 mit 2,5 Millionen... Und zum Beispiel TV. Den kennt ja wohl auch wirklich jeder. Der macht Comedy-Videos einfach und manchmal auch dieses Janan vielleicht Challenge-Ding. Den Eindruck, den ich von ihm durch seine Videos hatte immer früher, war jetzt nicht so der netteste, also war trotzdem lustig so, aber als ich ihn dann in echt kennengelernt habe, der war dann netter, als ich es mir erwartet hätte, weißt du? Noch größerer YouTuber als der Unsympathische TV, der ja schon 2,5 Millionen hat. Ich denke mir so. Ist der gute Julian Bam. 5,7 Millionen Abonnenten. Auf seinem Hauptkanal. Obwohl gar nicht mehr aktuell ist. Aktuell erstmal gar nichts zu sehen seit 7 Monaten, aber natürlich auf Julian Jam. Also es kommt basically einfach Pool-Content. Was halt voll geil ist, ne? Und das, die Leute, 1,7 Millionen, ja, das ist so gehypt. Auf das haben wir auch schon des Öfteren reagiert. Check gerne mal rechts vorbei. Ich angefangen habe, dann so richtig. Und halt White Titty damals noch auch. Der hat echt viel geleistet und da bin ich auch echt. Ja, finde ich cool, dass er mich abonniert hat. Abonnieren. Das war's von diesem Video. Wenn ihr auch so cool sein wollt wie Menschen wie zum Beispiel Julian Bam und Unsympathisch TV und. Ja, dann abonniert einfach. Okay, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. War mal auf jeden Fall was anderes. Ich dachte mir, da kaum vielleicht coolere Namen, aber ja, das war's schon. Trotzdem, vielen Dank. Schaut später gerne vorbei. Mega Season. Lasst gerne noch ein kostenloses Abo da. Bis dahin und ciao.